Hallo Leute, ich bin Celine und das ist heute mein erstes YouTube-Video. Ich erzähle euch heute was über meine Haare. Und zwar habe ich meine Haare am 28.12.2016 abrasiert. Und ich bin stolz darauf. Ich fühle mich auch sehr wohl, so wie meine Haare jetzt sind, denn sie wachsen wieder. Meine Haare sind ziemlich kaputt gewesen, dadurch, dass ich sie vom Friseur blondieren musste. Und sie waren eben halt wie Kaugummi und ich hatte halt ziemlich Haarausfall. Aber es kommt daher, da ich mit Directions gefärbt habe und dann sind sie grün geworden. Und dann musste man die Farbe rausziehen, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, am 28. mir die Haare abzurasieren. Meine Haare waren auf der einen Seite sowieso schon zum Sidecut und einen Undercut hatte ich auch gehabt. Ich hatte nur noch hier vorne so etwas eine längere Strähne, so ungefähr bis zum Mund. Denn meine Mama musste mir sie schon mal schneiden, so die Spitzen und so. Da ich eben halt ziemlich geweint habe, weil mich das geärgert hat, dass meine Haare so kaputt waren. Meine Mama hatte damit kein Problem gehabt, dass ich meine Haare abrasiere, denn sie hat zu mir gesagt, ich soll mich wohlfühlen und ich fühle mich wohl. Ich bin ehrlich, meine Haare bedeuten mir nicht wirklich viel, denn es sind nur Haare und sie wachsen wieder und Haare sagen nichts über einen Menschen aus. Also Haare sind Haare. Ich meine, man sieht sie zwar und wenn du in der Stadt bist und die Person suchst, mit der du dich triffst, weißt du ganz genau, sie hat so und so lange Haare. Aber für mich sind meine Haare nicht wichtig, denn ich weiß, sie wachsen wieder. Und ja, ich sag immer so, wahre Schönheit kommt von innen, denn du kannst deine Haare zwar zum Zopf binden, du kannst sie flechten, du kannst darin mit Locken machen, du kannst sie glätten, aber das macht deine Haare auch ziemlich kaputt. Und jetzt wachsen meine Haare wieder gesund nach. Es dauert 2 Jahre, bis sie wieder lang sind, denn meine Haare, was das längste war, war so. Meine Haare sind nie länger als so geworden, denn ich habe meine Haare immer jedes halbes Jahr geschnitten. Das war zum Beispiel zu meinem 12. Geburtstag. Wie gesagt, meine Haare waren nicht wirklich länger als so. Heute bin ich 15, das sind 3 Jahre her. Und ja, also ich habe wirklich viele Fotos und wie man sehen kann, sehen die Haare eigentlich relativ gleich aus. Also sie sind nicht wirklich von der Länge anders, nur eben halt andere Farben. Ich habe halt früher, also Naturhaarfarbe bin ich blond und ich habe sie mir halt früher oft gefärbt. In bunten Farben, sei es lila, schwarz, blau, grün, rosa und dann immer strähnchenweise. Das war zum Beispiel 2013. Da habe ich meine Haare geschnitten. Ziemlich kurz. Das war ein kurzer Bob. Und jetzt sind meine Haare ab. Ich bin stolz drauf und ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Likes bekomme. Vielleicht könntet ihr mir weiterhelfen und mir vielleicht Empfehlungen geben, was für weiterführende Videos ich drehen soll. Ob es Make-up ist oder DIYs oder sonst was. Schreibt es mir in die Kommentare und ich werde sie beantworten oder mir dazu Gedanken machen, was für Videos ich drehe. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie ebenso in die Kommentare. Ich werde sie auch beantworten, ob es jetzt in einem Video ist oder so. Und ich wollte meine Freundin nochmal sehr danken, denn sie hat mir dabei geholfen, dass ich mir meine Haare abrasiert habe. Sie hat mir dabei geholfen und ich hab dich lieb. Ich bin dir sehr dankbar, falls du das Video irgendwann mal siehst. Hi! Und ja, das war's für heute. Ich wünsche noch einen schönen Tag und tschüss!